Wir feiern heute 15 Jahre DRK Seniorenzentrum am Schloss hier in Friedewald. Wir haben versucht, ein bisschen abwechslungsreiches Programm aufzustellen, haben aber auch die Erfahrung aus den Jahren davor, dass doch viel das Gespräch am Kaffeetisch und später beim Abendessen, einfach das Zusammensein, das Plaudern im Vordergrund steht. Wir haben 1, 2 Auftritte auf der Bühne. Der Chor und eine Kindergruppe werden uns erfreuen. Dann gibt es noch Ehrungen für langjährige Mitarbeiter im Hauptamt und im Ehrenamt. Und dann klingt der Abend mit ein bisschen Disco für die Mitarbeiter und Mitarbeiter aus. Der Zusammenhalt, der aus der Gemeinde kommt, der von den Mitarbeitern mitgebracht wird, das überträgt sich auch in das Haus. Die Gemeinschaft ist ganz anders. Die Bewohner kennen sich untereinander, die halten zusammen. Was der eine nicht mehr kann, das kann der andere noch. Die fangen sich gegenseitig auf, die unterstützen sich im Alltag. Also da kann man schon ganz viel von profitieren. Ich persönlich bin seit vielen Jahren Pflegekraft. Ich bin Pflegekraft aus Überzeugung geworden, älteren Menschen was zurückzugeben. Ich kann helfen, den Alltag zu unterstützen, dass sie nicht alleine sind, dass sie in Gesellschaft ihren Lebensabend verbringen können. Und dafür kriegt man ganz viel zurück. Das ist ein Lächeln am Morgen, das ist das Danke fürs Schuhe zubinden, fürs Kaffee kochen, für so alltägliche Dinge, die wir selbst noch gestalten können. Und ja, das macht es ganz viel aus. Ich gratuliere dem DRK in Friedewald ganz herzlich. Wir finden es ganz toll als Landkreis, dass es hier eine Einrichtung gibt, die offenkundig vielen älteren Menschen hier in Friedewald, in der Umgebung, aber wie ich weiß auch aus der Bundesrepublik Deutschland, die gerne hierher gekommen sind, eine Möglichkeit bietet, einen schönen Lebensabend zu verbringen. Und insofern ist das, was das DRK hier leistet, hervorragend. Also ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Mitarbeitern, ob die jetzt im Pflegebereich sind, in der Küche, der Hausmeister, jeder Einzelne oder auch die Raumpflegerin. Jeder Einzelne ist wichtig und jeden Einzelnen brauchen wir, damit sich das Gesamtgefüge zusammentut und wir wirklich ein tolles, intaktes Haus haben. Und da zählt jeder Mitarbeiter, deswegen tausend Dank an alle für alles, was sie tun. Ja, 15 Jahre sind eine stolze Leistung. In 15 Jahren haben meine Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort vieles bewegt, vieles gemacht und wir haben engagierte Mitarbeiter. Und deswegen gilt es heute einmal Danke zu sagen. Danke für die tagtägliche Arbeit, die hier geleistet wird, in der Pflege, am Menschen, aber auch in den administrativen Bereichen. Es war eine großartige Zeit. Die Bestätigung ist da. Wir haben eine volle Belegung in dieser Einrichtung. Die Nachfrage ist sehr groß. Und wir sind sicher, dass das die nächsten 15 Jahre auch so bleiben wird. Osthessen News. Sehen, was bewegt.